Guten Morgen. Also hier im echten Leben und auch hier im Spiel. Jetzt ganz früh am Morgen hier unten. Hab mich jetzt ausgerüstet. Mit so ein bisschen Equipment. Was wirklich einen Unterschied macht, ist die neue Leinenkleidung. Die schützt zwar weniger, also hat weniger Panzerung. Allerdings hat sie wirklich diesen Effekt, dieses Frieren wegzunehmen. Ich habe jetzt auch noch mehr Hasenfelle gesammelt und habe eigentlich auch diese neue Rüstung komplett. So sieht es jedenfalls aus. Also laut Bauplänen fehlt mir nichts, aber ich habe quasi ja nur einen Kopf, eine Brust und Beine, also keine Schuhe. Und ich habe es einmal angezogen und habe nicht irgendwo einen Effekt gesehen, dass ich die komplett habe. Das ist irgendwie noch ein Mysterium. Entweder fehlt mir noch ein Bauplan oder wird einfach noch nicht angezeigt für die Schuhe. Oder es soll so sein, dass es nur drei Teile sind. Wir werden uns jetzt aber um die noch säumige Ecke da oben kümmern, wo ich nicht hinkam, weil ich die Gasmaske nicht bei hatte. Und leider, ich bin einmal hier beim Hasensammeln verstorben. Da haben mich die Hyänen einfach wirklich gekriegt, weil gleichzeitig Hyänen und Vogel und alles hat angegriffen. Ich habe einfach zu viel Schaden erlitten. Weil ich leider sagen muss, dass diese Büchse. Moment, heißt die Büchse? Ja. Ne, die Muskete. Also quasi die Art, so eine Art Schrotflinte. Die war echt mies. Ich habe den sogar getroffen auf große Distanz und der war nicht tot. So, jetzt werden wir das mal testen. Ich ziehe jetzt diese neue Sache an. So, und jetzt ist der Gear-Effekt weg. Wie schon gesagt, ich habe jetzt weniger Schutz. Muss mal überlegen, wie ich da jetzt hinkam. Ich glaube, oben hoch. Und natürlich sind die Tiere alle wieder da, immer gleich. Also es waren auch alle Hyänen wieder da und alle Sachen da, wo die Hasen sind. Ihr seht, der Kondor ist ja auch wieder da. Und das Spiel verteilt, wenn ich mich einmal umdrehe, sofort wieder eine neue Schlange hinter mir. Müsste die, glaube ich, hier hochkommen. Jetzt nicht ganz irre. Na, da ist schon wieder einer. Ich sag, man muss sie auch wirklich treffen. Sonst hat man die Arschkarte mit dem Teil und die, durch diese Tilly, was sie jetzt gerade haben. Das ist echt schräg. Also dieses Hüpfen von den Viechern hier ist sehr, sehr mies gemacht. Ich glaube, ich bin jetzt falsch. Wie kam ich denn da hoch? Das ist ja eigentlich massiver Stein. Jetzt bin ich irgendwie falsch. Also hier ist es nicht. Dann doch wieder den anderen Weg. Und ihr seht, ich habe hier ordentlich Schaden gekriegt. Das ist halt ja auch der Nachteil von der neuen Leinenrüstung.
Ja, eins, glaube ich, was so ein bisschen Hilfe macht. So, das heilt mich jetzt. Jedenfalls ein bisschen. Also man muss wirklich ganz viele von diesen Heilsalben einbauen vorher. Ja, ich muss hoch. Hilft nichts. Ich muss also wieder hier lang. Wird auch wieder diesen Wildschwein ausweichen. Also diese Büchse hier funktioniert eigentlich ziemlich gut. Wenn man noch nicht gleich gesehen wird von den Tieren und die gleich angreifen, dann wird es tricky. Das ist diese kurze Version, diese Art Schrotflinte. Das müsste jetzt hier sein. Also ich habe ihn auch noch getroffen und das interessiert ihn gar nicht. Der stoppt mal kurz davor nochmal und dann lässt man los. Ist Vieh. Also da haben sie irgendwie Mist gebaut gerade. Habe ich hier das halbe Leben verloren. Mist. Habe ich noch ein Heilkreuz mitgenommen? Nee, natürlich nicht. Das ist Käse. Das hilft nichts. Muss ich mal kurz hier schlafen. Um mein Leben wieder hinzukriegen, dann muss ich hier durchschlafen bis morgen früh. Na gut, dann regnet es jetzt natürlich wieder, alles klar. So. Dann soll es so sein. Genau, da wollen wir hin. Der Klassiker, jetzt ist hier ein olles Wetter. Aber hier sollte das echte Spiel sehen und nicht irgendwas schön geredetes. Genau, jetzt muss ich die Gasmaske aufsetzen. Das heißt, ich habe gleich diesen Schutzeffekt auch wieder nicht mehr. Dann werde ich auch gleich die Panzerung hier mal anziehen. Dann die Schutzmaske. Und wo habe ich hier die Hitze? Hier, einmal Hitze. Bin ich gegen die Hitze geschützt, bin ich gegen das Gas geschützt und habe trotzdem volle Panzerung. Was erwartet mich denn hier? Ein Puma. Wir können es ja mal versuchen, ob wir jetzt den Puma aus der Entfernung erwischen. Wenn wer ist. Da muss er irgendwo rumtappern, da hinten. Sehen auch schon, aber ganz schlecht. Natürlich nicht getroffen. Jetzt rennt er rum. Wieder nicht getroffen, das gibt's doch gar nicht. Oder habe ich ihn getroffen? Nee. Hab ihn wohl nicht getroffen. Jetzt läuft er da hinten rum. Ein bisschen tiefer ziehen. Gibt's doch gar nicht. Also er war voll wie in meinem Visier. Jetzt habe ich ihn erwischt. Und da habe ich ihn auch getötet. Gut, da funktioniert. Und man muss natürlich auch was sehen. So, müsste ich eigentlich alles ausgeknipst haben hier. Gut. Warum auch immer jetzt hier alles voll mit Schwefel ist.
Ich tippe mal, dass es Schwefel sein soll. Ich jetzt auch ordentlich und genug davon. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn ich das hier rauspacke. Ich kann ja fast gerne mitnehmen, damit ich wieder. Ach, ich bin auch noch gar nicht voll. Okay. So, was gibt's hier? Also, Teil der Karte der Einheimischen. Das war dieses komische Fipinole-Rezept. Habe ich noch gar nicht. Ah, das konnte ich noch nicht bauen, weil ich noch den Mais noch nicht angebaut hatte. Okay. Das war es jetzt anscheinend schon. Ich habe jetzt hier gar nichts mehr zum Anklicken gehabt. Das sind nur diese Erfolge, die ich jetzt wieder habe. Ich muss hier auch noch besser werden im Schießen. Also ich werde mir auch noch viel mehr Munition bauen müssen. Aber jetzt war mir auch langsam das Eisen war alle. Jetzt habe ich jetzt wieder 7 Punkte. Ich könnte ich mal neu verteilen. Also wenn ich jetzt hier den 4. Punkt setze, dann kann ich Vogeltrank bauen. Das finde ich jetzt aber gar nicht so spannend unbedingt. Dass wir nochmal, dass die Schlafqualität nochmal besser ist. Das mit dem Essen und Trinken würde ich jetzt gar nicht so hoch nochmal hochpushen, weil sonst habe ich ja gar nichts davon, dass ich die ganzen Sachen anbauen können, wenn ich gar nichts mehr brauche. Mit den Krankheiten widerstehen wäre noch mal besser. Durch Erholung heilt alle Arten. Das werde ich machen. So, jetzt habe ich noch 3 übrig. Wenn ich jetzt noch einen Punkt kriege, könnte ich hier noch mal beim Schlaf einsetzen. Das ist natürlich Premium, dass es jetzt hier regnet. Also das wird hier nicht besser in dem Spiel. Finde ich komischerweise, sobald ich so eine Region dann geschafft habe, dann ist wieder Bombenwetter. Kupfererz. Hier ist irgendwie ein Saatbaum, wo ich nicht hochkomme. Oh gut, dann nehme ich so. Was ist das? Agaven. Agavensamen. Also die findet man plötzlich überall. Das heißt, man müsste jetzt wieder alle Inseln nochmal abstromern. Um die Sachen wirklich zu finden. Wasser als Lebens. Und das müsste jetzt das letzte Teil sein hier, der Insel. So, was haben wir hier? 17. Lied des Aufstandes der Sterblichen. Die gewöhnlichen Menschen sahen den Stolz der Unsterblichen. Und rechtschaffener Zorn wuchs in ihnen. Hass schlich sich in ihre Herzen. Das Gift der Feindseligkeit vergiftete ihre Seelen und die Arroganz der besten Menschen entflammte das Feuer ihres rechtschaffenen Zorns. Ihre Wut und ihr Hass führten zu schrecklichen Taten. Im Jahr der hohen Sonne gab es ein großes Konzil auf der Insel der Vögel. Die besten Menschen versammelten sich dort, um ihre Kinder und Geliebten zu Auserwählten zu ernennen. Als die Sonne unterging, hielten die besten Menschen ein Festmahl ab. Keiner von ihnen blickte auf die Küste. Tausende Schiffe segelten zur Küste der Insel der Vögel und bewaffnete Sterbliche kamen von diesen Schiffen. Ihr rechtschaffener Zorn glühte in ihnen, als sie tot den Unsterblichen schrien. Augenblicklich griffen sie das Festmahl an und vergossen das Blut der Stolzen. Die besten Menschen waren großartige Krieger und sehr stark, aber Tausende standen ihnen gegenüber, und so wurden sie einer nach dem anderen getötet. Als die Sonne aufging, wandten sich die Blicke der Rebellen den anderen Inseln zu, und wieder schrien sie, tot den Unsterblichen. Tja,
wie es halt immer ist. Das wird eigentlich eine gute Sache, die wird dann übertrieben und dann Ababsorgung geführt. Was habe ich jetzt bekommen? Ah, ich habe einen Punkt bekommen, okay. Jetzt kann ich noch den besseren Schlaf lernen. Jetzt habe ich alle Punkte verballert und es fehlt eigentlich auch nur noch einmal ein Punkt. Also ein vierter Punkt für Alchemie, um diesen Vogeltrank zu bauen und die Sache mit Essen und Trinken. Ich weiß gar nicht, wo diese... So, da muss man aufpassen, wenn ich da reinklicke. Ich habe jetzt inzwischen 600 Spieltage, 630 Spieltage. Da kann man mal das Spiel abstürzen, weil es einfach zu viele Einträge sind in diesen Listen. Ich will eigentlich gucken, ob ich hier noch irgendwas freischalten muss. Wo war denn das? Ich glaube, hier. Ich glaube, ich habe alles erhalten bis jetzt, was geht. Belohnung erhalten, Belohnung erhalten, Belohnung erhalten. Okay, baue ein Dock auf der Schwefelinsel. Okay, ein normales Dock muss ich noch auf der Schwefelinsel bauen. Und 10 Samen. Ernte 10 Samen. Wie soll ich denn die ernten? Also bei einem habe ich ja nochmal Samen rausbekommen aus dem Pfeffer. Na gut, also Schwefelinsel nochmal ein Dock bauen. Schön, dass ich da schlau war und ein neues Dock gebaut habe. Zählt da anscheinend nicht. So, ich klicke jetzt nochmal V. Was war es hier wohl? Das heißt, wir haben jetzt die Silberinsel abgeschlossen. Die ist komplett fertig. Ich sogar den Regeneffekt ab hier. Was eigentlich auch nicht mehr, auch nicht sein dürfte. Das ist eigentlich auch Quatsch, ob die jetzt mitschleppe oder nicht. Also die Hasen gehen, man kann auch die Hasen in diese Verwesungskisten jetzt packen. Man kann auch sogar die Hühnchen da reinpacken. Das wollen wir mal vorher leer machen. Ich wusste, dass der kommt. Aber in dem Moment, wo ich geguckt habe, war er schon da. So, jetzt habe ich nämlich 2 Dinger hier liegen, die ich nicht tragen kann. So, ich werde mal hier die Rüstung wechseln. Mal gucken, ob es jetzt besser wird mit dem Regen. Okay, der Regeneffekt ist weg. Der hier runtergeplumpt. Müsste hoffentlich der Weg nach unten sein. Gut, also ich werde mich jetzt hier im Regen, in dem miesen Wetter nach unten begeben und Schritt für Schritt hier den Puma schleppen. Ihr seht, ich trainiere dabei meine Muskelkraft. Unten kam so ein kleiner Pop-up, dass ich wieder 14 Training dazu gekriegt habe. Jedes Mal, wenn ich das mache. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann baue ich nämlich Schwefelinsel nochmal einen Dock. Und wir wollen uns ja endlich die Krokodilinsel angucken. Also bis dahin. Vielen Dank fürs Zugucken. Tschüss.